Hier ist der erste deutsche Kurga mit den Tagesthemen. 19.21 Uhr. Noch immer ist keine Einladung zum Pen-and-Paper-Rollenspiel von Tim Pfister eingegangen. Kurga bekommt einen mystischen harten Tritt in die Eier. So, okay. Einladungen gehen raus. Achso, scheiße, ich bin noch offline. Ne? Jetzt muss gehen. Hier sind alle raus. Ja, aber ich dachte, wir müssen rein in die Lobby. Also hier kommt Einladebalken. Es sagt einfach nur Game Master wird geladen und ich glaube, ja, da wird nicht mal irgendwas installiert. Game Master? Glaube ich auch nicht. Game Master. Du hast jetzt genau nur das gesagt, was ich gerade schon gesagt habe. Ja, zu ich wollte es nochmal extra betonen. Zu dem Ladebalken komme ich ja nicht mehr zu dem Normalspieler an. Das ist immer irgendwas mit installieren für Millionen Jahre. Du bist aber jetzt drin, Yoshi, ne? Was? Ja, ich bin drin. Ja, das ging so sofort jeder 5, 6 Sekunden einmal durch, zack, fertig. Hey, okay. jetzt wo Cardimon ja nicht mehr dabei ist, könnt ihr ja Carbo-Bild machen. Ne? Das einfach, ne? So schnell schreibst du mich von also ab. Also, Kurga ist halt nee. Ja, ich würde dich auch einfach so jetzt mit offenen Armen wieder annehmen, wenn du wieder zurückkommen würdest. Ich denke nicht. Ich denke nicht, ja, dass das passieren würde. Also, nur für Yoshi und Uwe als Hinweis, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich glaube, Uwe schon, Yoshi weiß ich nicht. Kurga und ich hatten zwei Sessions halt die Sicht von Cardimon weitergespielt. Das heißt also, das war nicht untätig und wir müssen da heute nichts nachholen. Deswegen setzen wir jetzt heute bei euch erstmal fort. Alles klar. Okay. Also ich bin heute als Beobachter dabei. Von zwei tatsächlich. Ja, wir hatten gestern noch eine gemacht. Achso, okay. Es waren zwei kurz von jeweils irgendwie 50 Minuten oder so. Ja, genau. Gesehen habe ich davon noch nichts. Also wahrscheinlich bei meinem Uploadplan werden die zwei Folgen jetzt schon zu sehen sein, zu dem Augenblick. Das heißt, die Leute als Zuschauer wissen zu diesem Zugpunkt der Story mehr als ich. Cool. Genau, ja. Du hast auch nicht reingeguckt jetzt bei dem ersten Upload. Nee, ich lade das erst heute Nacht. Nee, Kurga hat es mir auch noch gar nicht geschickt gehabt. Deswegen weiß ich überhaupt 0,0, was passiert ist. Erstmal joinken. Bin ich sehr gespannt, weil man muss dann dazu sagen, ganz ehrlich, der weitere Verlauf dieser Geschichte hängt auch sehr stark dann ab jetzt von den Spielern ab. Und. Och nö. ja. Genau. Kommt ganz drauf an, was wir jetzt für Freiheiten haben, wenn das Roleplay schon so ausgeweitet wird. Wir wollen also sagen, dass das Schicksal der Welt jetzt in Günthers Händen liegt, ja? Yoshi wird gar nicht erwähnt. Ja, Sigi. Also, Yoshi, Günther und seinem Sidekick, meine ich. Ja, Belk Quartierstund, ne? Uff. Ich geh da mal von Rivelon, ne? Bist ja nicht mein Rivelon. Also nicht mein Rivelon. Ich hab den Namen vergessen. Ah ja, hier der komische Karadis. Genau. Ja, Karadis war's. Karadis, ja. Haben wir quasi seinen Namen weggecopyrightet. Genau. Wollen wir den Stream noch anmachen, weil wir hast du schon angekündigt, Admin, oder? Ja, hallo. Wir sind hier wieder. Okay. Was? Ja, hallo, da sind wir wieder. War was für eine Ankündigung. Was geht? Wir sind eh schon fließend drin, einfach. Ja. Ja, genau. Und ihr habt das letzte Mal, glaube ich, den Melkor Tierslund noch aufgegabelt. Und genau, Cardimon hatte sich mit den beiden Herzen und dem Artefakt davongeschlichen. Und der hatte dann einen Herold von Lord Mandrag auf euch gehetzt. Genau, deswegen seid ihr jetzt ohne irgendetwas hierher gekommen. Günther Junior wurde zum König Sigmund, ne? Das war ja, also, er wurde ein bisschen verzaubert von den Dämonen. Genau. War er zum König? Ja, das weißt du gar nicht mehr. Ich dachte, das ist jetzt König. Unser Begleiter. Mich wundert es gerade, dass Belkor hier unser Begleiter ist. War das nicht der andere? Belkor ist euer Begleiter jetzt, aber der Günther Junior wurde zu Sigmund dem Vierten. Das wusste ich noch, aber ich wusste jetzt nicht, dass das König war. War das echt? Das war König ja. Hä, ich meine, das war doch die Stunde der letzten Session, ja, das war doch das Highlight des Abends. Ich dass der Hund sich sicher, dass der hier hat. Uns gefolgt ist und nicht Belkor. Nein, das war Belkor, hundertprozentig. Okay. Krass, wie du das nicht mitgekriegt haben konntest, das fand sogar ich total krass. Dass der Hund sich einfach verwandelt hat. Das weiß ich ja, dass er sich verwandelt hat, aber ich wusste jetzt nicht, dass es direkt ein König war und jetzt als König da eingesetzt wurde. Ich dachte eben, wie gesagt, er ist jetzt unser Begleiter. Das ja, aber Belkor, Tierslund war doch immer schon da.
Egal. Ja, das ist Belkor da war, wusste ich. Und mit ihm haben wir auch geredet sehr lange. Ja, und dann hat Belkor Tierslund den Hund, also Günther Junior, ihn zurückverwandelt. Und weil der war ja in der Form, ja, also der König gesagt, war in der Form des Hundes verwandelt. Ja, das, wie gesagt. Ich hätte nur nicht mehr gewusst, dass der König ist. Ja, Yoshi würfelt jetzt einfach drauf, genau. dass der König uns auch noch begleitet. So. Darauf läuft es hinaus, ich sehe es. Überredungskunst. Ja. Oh, ja, geil. Ich pfeife einfach. Komm, gleich mal instant sterben. So lang. Ja, also, genau, Vincent ist immer noch nicht klar, dass das der König war. Der okay, kann mich nochmal jemand aufklären hier? In Vincents Kopf ist einfach so eine Miniaturputzfrau, die da gerade Staub saugt. So. So eine Skelettfrau. Ja. Gut, wir wollten uns weiter auf den Weg machen, wonach... Stimmt, wir wollten zu dieser Banditenfestung gehen, nicht wahr? Ja. Ich glaube, Vincent ist für heute nicht mehr zu gebrauchen. Ich würde sagen, ja. Ich sehe den leeren Blick in euren Augen. So, als hätte euch jemand das Gehirn rausgezogen, wenn da überhaupt noch eins ist. Ich weiß nicht. Nur in Gedanken gewesen, keine Sorge, Günther. Okay. Also Vincent geht ja d'accord, ja? Dass ihr Richtung Banditenfeste wollt. Ja, genau. Ja. Und da endete die Reise. Ich will mal ganz kurz in die Gruppe dahin tun, wo sie ist. Ach, das stimmt. Oh. So. Ja, also ihr seid in Kalthafen und geht jetzt Richtung, also wollt Richtung Festung Grasch gucken, ja? Genau. Das ist halt der einzige Anhaltspunkt, den wir haben, um zu wissen, wo sich Rockergabe findet. So, das heißt, ihr geht also erstmal hier den Weg entlang und kommt, wie schon so oft vorher, an dieser Wegesabzweigung vorbei, wo es westlich halt Richtung Festung Grasstrom und so weiter geht. Ja. Und nach Norden Richtung Turmgard Burgruine. Das waren wir ja auch noch nie. Ja. Aber da wollen wir auch noch nicht hin. Ja. Und das erste Mal, ja, müssen wir diese Abzweigung bespielen. Oh. Ist das echt das erste Mal? Ich dachte, wir waren da schon. Ja, also ihr seid da vorbeigekommen, aber es ist halt noch nie irgendwas Relevantes hier passiert. Ja, ihr kommt von Osten und Gerold, warte gut. Hier. Wir sind gerade mal auf halbe Strecke bis jetzt. Wir haben immer noch einen ziemlich weiten Weg bis zur Feste. Richtig. Warum kann ich nicht weiter? Ich stecke vor dem Level fest. Ich habe gerade auch so meine Probleme, den Weg zu finden. Eine unsichtbare Wand. Ach, viel besser. Puh, haben wir so einen großen Schritt machen. Ja. Der Luftwiderstand ist ja ziemlich groß gewesen. Warte, ich spüre eine... Da vorne ist irgendeine dunkle Macht. Sagt jetzt der Belkor Tierslund. Oh Gott. Ich glaube, ich erkenne ihn. Ich glaube, unser guter Freund Cardimon ist uns besuchen gekommen. Herold, warte am besten mal kurz. Warum? Wir können ihn direkt niederstrecken. Ah, schau an, der Verräter. Ja, was nun. Sagt. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ach so, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Dann könnt ihr gerne wieder mitmachen. Na, wenn das so ist? Das war ein Scherz, Kardemann. Erklärt euch. Das können wir gleich machen. Was tut er da? Ihr habt den Falschen erwischt. Unterlasst das. Auf keinen Fall. So, Kardemann greift jetzt einfach den Herold an. Also ich schaue nur so mit verdutztem Blick auf diese Parade und überlege gerade, das wirklich so mit rechten Dingen zu geht. Also bis jetzt kämpft nur Kardemann gegen den Herold? Genau, ja. Nun, es ist so, ich habe euch ein paar nützliche Informationen mitgebracht. Und vor allem dir, Belkor Tierslund.
Doch zunächst müssen wir kurz meinen zweifelhaften Wegbegleiter besiegen. Was meint ihr dazu, Belkor? Die dunkle Präsenz, die ihr gespürt habt, ging sie von Parkadimon aus oder von diesem komischen Begleiter? Es ist eindeutig die Macht von Lord Mandrake. Sie liegt auf beiden von ihnen. Aber ich vermag sie nicht mehr zu unterdrücken. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um den Herold und dann können wir immer noch schauen, was Kardimann betrifft. Gut, dann helfen wir dir. Ausnahmsweise. Also die Gruppe könnte noch, also ne, die hier Günther, Vincent und Belkor könnten, also müssen nicht bei dem Kampf mitmischen, wenn sie jetzt nicht wollen. Könnten wir noch freier eine Entscheidung treffen. Gut. Aber ihr könnt natürlich auch helfen. Was meint ihr, Günther? Cool, ich bin doch schon im Kampf mit drin. Ja, aber also ich erwarte eine etwas bessere Erklärung, um jetzt hier wirklich mitzumischen. Ich bin diese kriegt ihr, ich verspreche es euch. Doch erstmal müssen wir diesen verdammten Herold aus dem Weg räumen. Also Günther, ich bin mir unsicher. Das, was gerade eben abgezogen hat, ohne uns zu informieren, war schon... Aber wenn ihr halt jetzt im Kampf irgendwas macht, also irgendeine Fähigkeit wirkt oder so, dann seid ihr halt mit dem Kampf drin. Ne? Also könnt ihr euch, bevor ihr halt jetzt irgendeine Aktion macht, könnt ihr euch noch dazu entscheiden, nicht halt mitzukämpfen. Gut, dann würde ich sagen, warten wir noch ein bisschen ab. Geil. Also die Bedenkzeit ist gar nicht mal so schlecht, zumindest so fein. That was unexpected. Ihr braucht mich definitiv, um Mandrake zu besiegen. Ich wollte es nur machen, gesagt haben. Also das sage ich natürlich, während ich nicht lache, logischerweise. Of course. Tja, wollen wir uns einmischen, Günther? Ich nehme mal an, dass etwas dran ist an dem, was er sagt. Belkor, was meint ihr? Das war der euch hat töten lassen und hat Lord Mandrake die beiden Herzen gebracht, ja? Was? Ja. Ihr seid gestorben? Zumindest ihr seid wirklich gestorben bei dem Herold? Zumindest zwei. Aber, also es gab zwei Tote, aber das war zweimal ich. Ah, also konnte ich zumindest auf Vincent vertrauen, dass er sich totgestellt hat, ja? Aha. Okay, na Gott sei Dank hast du wenigstens soweit gedacht. Aber du konntest doch Günther wiederbeleben, oder nicht? Nicht wirklich. Ach, wir klären das gleich nach dem Kampf. Wir müssen erstmal diesen Herold dort aus dem Weg räumen. Was habe ich denn hier noch? Denk dran, ne, Vincent, wenn du irgendwas machst, bist du halt mit dem Kampf drin dann, ne? Also ich sag's nur. Okay, ich bewege mich erstmal ein Stück. Ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher. Naja, bewegen ist okay, aber halt Fähigkeiten nutzen, ne? Irgendwas. Angreifen oder so, klar. Ich liebe diese Fähigkeit. Ja, wenn das so weitergeht, wird er noch von der Karte einfach weggepustet. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ist das Team Rocket einfach weggeblasen. Das nehme ich mal als aktiven Bestechungsversuch wahr. Gut, ich stell mich mal da vorne weiter hin, um zu überlegen, wie es weitergeht. Wir können diesen Herold einfach besiegen. Es gibt, er ist schwach gegen magischen Einfluss und Nahkampfeinfluss. Ja, es ist zu einfach, Kardimon. Zu einfach. Er ist schwach gegen magischen Nahkampfeinfluss. Was für Einflüsse gäbe es denn sonst noch? Nekromantie und Erde. Aber Erde ist nicht so am Start, deshalb. Ist Erde nicht auch magisch? Ja, Kardimon, eure... ich hab das Nekrofeuer vergessen. Ja. Kardimon, eure Zweitkarriere als Brathähnchen läuft sehr gut, wie ich sehe. Ist einfach so schön zu sehen, wie du einfach... Warum gibt's überhaupt Rüstung? So nach dem Motto, Alter. Weißt du, was mich jetzt gerade auch wundert? Hm? Ich meine, das sollte 800 Schaden machen. Das waren 3 Ticks, glaube ich. 1000, nee, wie viel? Das sind über 2000 Damage. Das sind knapp 2000 Damage. Es kam 3... durch die magische Rüstung, dann nochmal 1000, über 1000 sogar. Ja, es kam glaube ich, 3 Damage-Ticks hoch oder so in den Dreh, die ich gesehen hatte.
gehabt. Ja, komisch. Also der Feuerball macht nur 800 Schaden eigentlich. Das war nur die Hälfte der magischen Rüstung. Ich glaube, das sind die Nekrofeuer-Ticks mehrfach noch durchgekommen, obwohl sie es gar nicht sollten. Nein, irgendwas das ist aber normalerweise nicht im Normalspiel so. Wir haben das doch schon öfters so gespielt. In der Normalkampagne hatten wir doch nie so ein Damage-Calculation-Problem. Wir haben das immer hier seit einem gewissen Punkt. Am Anfang hatten wir das, glaube ich, auch noch nicht. Ja, da müsst ihr mal gucken, wie Kalibon rettet oder verbrennt hat. Ja, Sekunde, aber das ist der Gameplay-Fehler jetzt. Also da kann ich schon verlangen, dass du mir mein Leben zumindest wieder zurückgibst, komplett. Vielleicht nicht die magische Rüstung, okay, sehe ich ein, aber zumindest das Leben. Ah, danke. Ja. Jetzt kriegt er wie viel pro Tick? Fast 300 pro Tick. Die Ticks könnten vielleicht stimmen von 800 Schaden. Hä? Bei mir steht 153. Das Mikrofeuer an Schaden. Ja, das tippen wir auch. Ja, die Fläche ja, aber auf Kardimon direkt ist es einfach mal das Doppelte. Ja, stimmt, 275, ja. Eigentlich, weiß ich nicht, na gut, vielleicht wegen der minus 20% Feuerresistenz durch Nekrofeuer, dass es den Schaden erhöht, das kann sein. Er hat sogar insgesamt minus 35% Feuerresistenz, also dadurch könnte es vielleicht zustande kommen. Aber 35% ist doch... Seine Resistenzen zu Feuer sind insgesamt minus 35. Minus 20 durch Nekrofeuer und hat allgemein, glaube ich, eine Minusresistenz. Ja, dann könnte hinkommen. Doch, ja. Ja. Ich gebe nochmal ein Stück in die Richtung. Kardimon wirft jetzt Vincent so einen Blick zu. Ihr braucht mich definitiv. Definitiv. Brauchen wir dich definitiv tot überzeugt. Oder lebendig? Definitiv lebendig. Muss eigentlich. Ach, da ist Bär. Okay. So ein Mist. Ja. Der Chat war bei mir die ganze Zeit offen. Nun, Vincent, ich würde sagen, selbst wenn, können wir ihn später immer noch selbst töten. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht dark und evil. Wieder irgendein anderer Hintergrund zwischensteckt. Man kann sein, dass er uns einfach beschäftigen will. Das ist gerade so mein Hintergedanke. Also, ich fühle mich schon ziemlich stark verraten. Ich überlege nochmal eine Runde. Der Verrat ging Vincent bis tief in die Knochen. Das merkt man gar nicht. Es ging ihm tief unter die Haut. Mich wundert es, dass Günther nicht Rage mit seinen zwei Toten, die er einbüßen musste. Ich beiß mir auch gerade gewaltig auf die Lippen. Haben wir noch Wiederbelebungsrollen, Vincent? Nein, da wir auf keinen Händler mehr gestoßen sind. Seine magische Rüstung ist down! Belkor, ihr könnt ihn angreifen! Ja gut, was soll's. Ich misch mit. Also von euch lasse ich mir gar nichts sagen! Es ist auch zu eurem Diensten. Nun, Belkor betrachtet es so, diesen Herold loszuwerden, ist so oder so ein großer Sieg für uns. Mal meine neue Fähigkeit ausprobieren. Null. Aber das hat ihn jetzt irgendwie nicht getroffen, oder? Irgendwie brennt es hier. Er brennt ja schon. Ich glaube, es ist ja nur zum Entzünden. Ach so. Das kann sein, ja. Ja, okay, das ist zum Entzünden, ja. Oh, hi, Monster Wolfie. Ja. Ich fühle mich schon ziemlich stark verraten. Brenn doch etwas länger, bis ich mich weniger verraten fühle. Ich denke nicht. Danke für die ich denke nicht, dass das besser macht. Nicht schlecht. Ja, Bär kommt nochmal so rüber zu dem Vincent. Was sagt ihr? Was machen wir jetzt? Tja. Wir können einen seiner Herolde besiegen. Alter, ist Kadi mal wirklich Stufe 16? Okay. Ich bin. Warte mal. Ja, du bist 14. Was bin ich? 14. Ich bin 12. Also ist er jetzt nochmal in den zwei Spielsessions aufgestiegen, oder wie? Das hat aber RP. Ja, ich kann aber das ja irgendwann erklären. Ich weiß es ja nicht. Ich meine. Ihr wisst ja nicht, was passiert ist. Ich fühle mich mächtig underleveled für diesen Content. Also in erster Linie sorge ich mich auf jeden Fall um eure Gesundheit, Belkor. Ihr seid der Einzige, der noch uns, mehr oder weniger beschützen könnt.
Ja, aber machen wir den jetzt mit fertig hier oder lassen wir den Kardimon und Günther jetzt zwangsweise auch mit verrecken? Ich weiß nur nicht, wie unsere Chancen zu zweit stehen, diese Welt noch zu retten. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch eine Chance gibt, diese Welt zu retten, nachdem dieser Tropfen da vorne die Herzen gebracht hat. Die Chance besteht definitiv noch, doch wir müssen diesen Herold erstmal beseitigen. Das ist Schritt 1. Was sagt ihr, Vincent? Und gibt es noch einen Schritt 2, bevor es zu Schritt 3 Profit übergeht, Gardemann? Ja, eigentlich gibt es noch Schritt 4, aber dazu komme ich später. Aber gebt Acht. Bleibt in meiner Nähe. Also kämpfen wir mit Kardimon jetzt auch zusammen, ja? Gegen den Herold. Vorzugsweise, und ich erwarte eine gute Erklärung für das Ganze. Der Teufel, Herold. Stimmt, das ist ja ein anderer. Du bist ja ein anderer als der, der mich letztens zweimal umgepiekst hat. Es gab Teufel und Tod. Krieg war's. Oder Krieg? Ja, Krieg wahrscheinlich. Aber es gibt insgesamt, ich glaube, 5 oder so gab's. Also Teufel, Krieg, Pest und Tod. Nee, also 4 war es bloß, okay. Aua. Oder sonst korrigier mich, Fister, aber ich glaube, es gab 4. Naja, also ich dachte, dass das irgendeiner von euch vielleicht kennt. Tatsächlich sind die den 4 Reitern der Apokalypse nachempfunden. Ach so, das hätte ich mir schon fast gedacht, aber Teufel gibt's doch eigentlich. Es war doch, glaube ich, Tod, Pest, Krieg und... Wen habe ich vergessen? Zorn, glaube ich, war es. Aber das ist da jetzt ja ein bisschen aus Darkseid. Also, es gibt ein PlayStation 1 Spiel, das heißt Apocalypse, wo man mit einem Bruce Willis Charakter, der auch von Bruce Willis gesprochen wird, durch so eine futuristische Sci-Fi-Stadt sich ballert und irgend so ein Sci-Fi-Magier hat halt diese 4 Reiter da beschworen. Daher bin ich darauf gekommen, weil ich das Spiel total gerne gespielt habe. Ah, okay. Ja, super. Gepeinigt wirst du sein. Außer Rand und Band. Dagegen hab ich was. Das hat ja nicht funktioniert, weil Günther noch Rüstung hatte. Achso, also hat jetzt doch nicht Bande der Pein? Nee, das wurde abgeblockt durch physische Rüstung. Ah, okay. Eieiei. Eieiei! Karamba! Eieiei! So ein Feuerball. Junge. Was Feuer, Alter. Oh, Karten waren ganz gut. Ach, shit. Ich die magische Rüstung. Marshmallow hinlagern. Wenn wir das nächste Mal ein Lagerfeuer brauchen, können wir uns auch Kardimon vormerken. Statt jedes Mal nach sündhaft nach Brennholz zu suchen. Bringt's auch nicht. Nee. Ja, doch, das geht. Okay. Warum läuft mein Timer nicht? Okay. Ja. Okay. Genau. Ja. Hallo, Vincent. Deine Eingeben. Einfach so zurückwinken. Hallo. Während man so gepikst. Achso, wegen dem Würfelwurf. Achso, ja. Ich habe mir überlegt, dass, wenn ich mal Kardimon frage, ob er nicht irgendwas über diese Art Herold weiß, was er so kann und wie man den vielleicht gut noch sie kann oder was man noch zu erwarten hat von dem. Gut. Kardimon, wisst ihr vielleicht sonst noch irgendwas über diesen Herold, außer dass er anfällig für Schläge und Magie ist, was irgendwie äußerst allgemeine Aussage ist? Also er kann nicht vergiftet werden, er kann nicht bluten, er kann nicht erstickt werden und er kann sich nicht betrinken. Steht hier. Also ich muss sagen, vor allem mit dem letzten, der kann ich meinen ganzen schönen Plan, ihn unter den Tisch zu saufen, leider über Bord schmeißen. Er ist sehr anfällig gegen Luftmagie, aber da bin ich schon dabei und hat, wie gesagt, eine hohe Resistenz gegen Erd- und Giftschaden. Also, wie gesagt, aber er ist im Nahkampf auf jeden Fall besiegbarer als die anderen Herolde. Also so wie ich ihn kenne, weil es ein Herold und ein Untoter ist, würde ich mal eher sagen, er hat keine Resistenz gegen Gift, er heilt sich einfach schon durch Gift.
Also hier steht zumindest resistent gegen Gift. Deshalb hätte ich ihn jetzt auch nicht mit Gift angegriffen. Ja, weil da unten steht, dass er ein Untoter ist, das kennen wir ja. Ja. Okay. Schockfrost, das war nicht schlecht. Okay. Also dem sieht sein Kopf nicht mehr so aus Fleisch und Blut aus, würde ich mal sagen. Ja. Aber es ist Mann. Und mich nannte man früher Meister des Offensichtlichen. Ja. Ich will ja nur sicher gehen. Sekunde, warum hat er jetzt wieder volles Life? Auch nicht schon wieder. 400 ja. Physische Rüstung, 0 magische und 1700 Leben hatte der noch. Ich bei mir genau hat er gerade ja, wieder voll, komplett alles. Der wurde erntefrisch tiefgefroren. Find aber diese... Der Teufel so an sich, wenn er halt bedrängt wird und es ihm kalt wird, dann wird er wieder heiß. Und dann... Also physische Rüstung hat er noch 400 und Leben 1700. Also ich finde seine Zweihandwaffe aber ziemlich cool. Das Steak, das man damit essen kann mit dieser Riesengabel, das möchte ich erstmal sehen. Sieh zu, dass du nicht gleich als Steak an dieser Gabel endest. Ich habe das passende Messer dazu, wir könnten zusammen... ein riesiges Tier essen. Genau. Oh, danke. Oh, danke, hab ich ja gar nicht gerechnet, überraschend. Was du da so reininterpretierst noch, ist ja krass. Du sollst Deutschlehrer werden. Terrianien, krass. Mein Bruder muss los. So. Champion muss los. Champion muss los. Ich fühle mich gleich mal ein gutes Stück. Ausgeruhte. Oh, interessant. Den Ablauf wusste ich schon gar nicht mehr so deutlich, Matzerwolfi. Von den vier Reitern der Apokalypse. Jetzt hat er keine Rüstung mehr. Ah, stimmt. Oh, hinunter mit dir! Das war gut. Oh, der war sauber. So ein Feuerball. Voll durch ihn durch gedasht. So ein richtiger Anime-Move einfach nur. Oh mein war. Ihr Shinderi. Nani? Nani? Oh. Ja, ich finde es halt so geil, wie Belcourt Tierslund einfach so dasteht, wie so ein, weiß nicht, so Fight Club Box Typ irgendwie, keine Ahnung. Da betritt gleich den Ring, dann ja, richtig. Kommt die Robe so weg, voll gebuffter Oberkörper einfach nur. Ja, genau. And his halt name oben. Is Belcourt Tierslund. Du, 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 du. Du, 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 du. Alter, das muss ich als Thumbnail machen. Warte mal, das schreibe ich mir kurz auf. Warte mal. And his name is Belcourt Tierslund. Ich kann echt meinen Champion getroffen? Wow. Oh. Oh, scheiße. Oh Mann, geil. Okay. Besten die Karte oben anklicken. Wie ich mir gerade vorstelle, wie Kardemann hier in Flammen steht und sich nebenbei Notizen macht. Das habe ich wirklich gerade gemacht. Ja. Aha! Oh ne, wenn ich das jetzt mache, fliegen doch alle weg, oder? Ne, das kann ich nicht machen. Komm, dann probiere ich mal das hier. Ach ja. Na gut.
Diese Gestalt. Das ist für die das ganze Leid, was mir dein komischer Bruder verursacht hat. Ja Gott. Gut, dann eben noch extra Schelle über den Hinterkopf, die schadet auch nicht. Nee, extra Schelle. Ja, das war ja so klar. Das war ja so klar. Schon. Noob, die Sau weg! Ich kann immer noch nicht ihn treffen, ohne dich auch die anderen. Aber ich kann. Jetzt geht er rein und boxt den voll weg. Haut dem einfach so eine richtig. Oh. Was? Bonus. Wow. Okay, das ist nicht schlecht. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ach, wir hätten fast gehabt. Mann. Kann sich bei mir beschweren, dass ich mich tot stelle. Naja, ihr hattet wenigstens genug Grips. Mir fehlten leider die untoten Eigenschaften dafür. Sekunde, ist er jetzt. Also ist er jetzt weg oder. Nee, der ist noch im Kampf. Also. Das Besondere ist ja, auch wenn er sich nicht tanken konnte, ich habe ihn bewegungsunfähig geschlagen. Das bedeutet, er muss noch direkt hier sein. Okay. Stimmt. Vincent, wenn ihr irgendetwas hier in die Nähe zaubert, einen großen Effekt, um ihn aufzudecken. Oder das. Vergötter. Was macht denn Vergötter? Oh, das ist witzig. Also nicht für uns, aber. Minus 3 Quellenmagie. Also das heißt, er kann uns jetzt mit Quellenmagie zu bombardieren, einfach, ne? Okay. Ja, also alle Quellenmagie-Dinger kosten so noch 1, glaube ich, ne? Oder 0. Nee, ich glaube, ich kann sogar 0. Es kostet nur noch AP. Alles, was bis zu 3 Quellenmagie-Punkte kostet dann 0, ne? Das ist dann böse. Genau, es ist nur noch AP kosten. Ja, aber wahrscheinlich wird er ja die Runde nicht überleben. Das ist anzunehmen. Fucking bitch. Son of a bitch. Oh Mann, ey. Hab ich echt nur diesen einen Damage-Zauber? Ja. Also, wenn ich weggehe, dann trifft er mich ja auch spontan, ne? Oh Mann. Okay, warte mal, wenn ich das mache. Dann ist man viel dran. Ja, okay, gut, wir sind alle eigentlich nochmal dran, bis er wieder dran ist, von daher. Wenn das so ist, kann ich vielleicht noch buffen? Oh ja, warte mal, das kann ich machen. Guter Plan. Doch nicht guter Plan. Hä? Ach, der hat keinen Punkt mehr. Ach, Jesus. Ach, du wolltest jetzt hier Quellenvampirismus machen? Ja. Ich hab vergessen, ein Kostal, der hat das gewinnt. Mach mal eben den hier. So. Und Kardemann, wie es aussieht, könnt ihr es zu Ende bringen. Mein Meister wird euch alle vernichten. Oh ja. Au. Hä, wo ist die Leiche hin? Ja, der ist quasi, sie ist quasi dieser Explosion vernichtet. Ah, okay, schade. Sein Zeig ist hier und da und da drüben. Okay, also, es ist nicht das, wonach es aussieht. Gebt mir einen kurzen Moment, mich zu erklären. Na gut, dann erklärt euch.